Naja, da war ich schon mal drin und wenn sie ein paar Minuten wartet, habe ich den Anführer auch erledigt. Warum den Anführer sich den Aufwand machen, wenn ich den Anführer einfach sowieso abboxen muss? Und ich verstehe auch nicht, was der Anführer die ganze Zeit hier außen will. Hat's nicht geheißen, der ist über mir? Ella. Weißt du, hat ein fettes Haus in der Stadt und gammelt dann hier rum. Warte mal, wo war jetzt das? Ich wollte irgendeine Quest machen. Vermächtnisquest. Die Reiter kommen. Da, Odessa, die wahre Geschichte. Also, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig an, weil dann müsste das Haus ja eigentlich leer sein. Weil ich habe ein bisschen gewütet da drin. Aber nur ein bisschen. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Nee, eigentlich nicht. Wenn du dich ein bisschen umsiehst, irgendwie sind alle tot. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ach, Schmarre. Erzähl doch keinen Scheiß. Niemand wird hinter dir her sein. Die sind alle tot. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und wie unbedingt sie es haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Aber habe ich das Zeug vergessen einzusacken? Scheinbar. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise, kurz nach ihrem Treffen. Was sie an seinem Tod beteiligt, müssen wir einen anderen Verehrer finden. Ah, die haben hier schon einen Verehrer auf dem Hals geketzt, damit er sie verführt und die das Land kassieren können. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Hähne ist Leibwächter angeworben. Der Söldner wurde getötet, aber er hat mich zahllose Leute gekostet. Hm. Warte mal, sind wir schon fertig? Oh. Na gut. Warte mal, gibt es hier in der Stadt eigentlich irgendeinen Aussichtspunkt, wo ich... Ja, genau. Damit ich mich hier airporten kann, falls ich mal wieder her muss. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. So. Da hoch. Ach, scheiße. Ah, doch, jetzt. Da. Würde mich wundern, wenn der Arm wirklich so viel aushält, aber okay. Weißt du, dabei ist da hinten links der Turm eigentlich, der wo am höchsten ist, aber hä? Wen ist er denn mein? Achso, ja genau, das war ja in die Blüten rein. Wobei ich mich immer noch frage, wo die so viele verdammte Blüten haben. Hey, wer zur Hölle bist denn du? Du schaust irgendwie wichtig aus. Aber er schaut nur so aus, er ist nicht wichtig. Alox, Alox! Wow, was für eine faule Sau von Anführer. Den ganzen Tag hockt er bloß in einem scheiß Zelt, ey. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie. Obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat.
Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Hä? Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Warum haben wir nicht erstmal ein bisschen Spaß, bevor es ernst wird? Das ist so bescheuert. Ich glaube, ich kann mir einen Moment Zeit nehmen. Aphrodite zum Arm. Ein Moment ist nicht annähernd genug. What the fuck, Alter? Gerade noch, hey, du musst Beweise finden. Okay, Papa, erstmal eine Runde. Ich bin so entspannt. Erzähl mir etwas Gutes, damit meine Stimmung so bleibt. Wie ist dein Verehrung? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Du hast noch mehr Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was vor sich geht. Und das wäre? Der Anführer hat recht, du bist hier das Opfer. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Lass uns das wiederholen. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Ich glaube, ich muss mich immer noch vom letzten Mal erholen. War ein Versuch wert. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Hast du keine Angst, dass ihn jemand angreifen könnte? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Dann willkommen an Bord. Ah, cool. Odessas Bogen. Alter, Ausdauer der Generation plus 8% durch... Oh, geil. Das ist lustig. Ha. Hey Daddy, was geht ab, Alter? Du liegst hier am Sterben, während ich hier mit deiner Tochter rummache. Neue Gravur frei. Was? Was war das? Scheiße, ist es weg. Ach, mir egal. Fähigkeiten, was können wir jetzt nehmen? 10. Es braucht 16. Kommen in der Geschichte voran. Präzises Attentat. Halte Dreieck gedrückt. Oh yeah, Alter. Oh yeah. Da steht, rufe einen deiner Bootsleute, damit er deinen Gegner für mindestens 30 Sekunden ablenkt. Der geht hin, haut dann von hinten nieder und schlitzt dann auf. Das ist kein Ablenken, das ist was komplett anderes. Ich bräuchte eigentlich mal das da, ne? Aber irgendwie würde ich gern das haben. Vor allem Starke könnte ich da echt gut erwischen. So, das heißt jetzt aber speichern. Was sagtest du? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Oh, der hockt ja da einfach.
Oh, hey, Freunde, was geht? Warum hockst du da einfach? Nee, ich muss den von hinten erwischen, damit ich den einfach umbringen kann. Aber dazu muss ich den da wegbringen. Oh, die wissen, dass ich da reinbringe. Na super. Naja, eigentlich können wir drauf pfeifen, oder? Da der Athena-Anführer nun tot ist, sollte ich zu Stento zurückkehren. Alter, ich hab den halt mit einem fucking Schlag gekillt, Mann. Wer schießt denn da auf mich? Welcher von den Wichsern da hinten? Ist das ein scheiß Söldner? Wow. Das könnte lustig werden. Warum gehst du jetzt auf den da? Warte, das ist zur Hölle, das ist ja auch einer. Scheiße, warum sind hier plötzlich zwei? Meschi. Alter, warum wechselst du? Hör auf! Warum greift mich der jetzt an? Ihr wollt mich doch... Alter! Neues... Was, noch eine? Bist du... Arsch, hier ist einer behindert. Alter, das könnte übel werden. Alter, das Ding geht mir voll auf die Nüsse, Alter. Hey, langsamer. Boah, jetzt ist er hängen geblieben. Elender fetter Bastard, Alter, komm her. Come here, bitch.
Was denn? Alter, jetzt wird's langsam. Warte mal, das zeigtest du von denen gar nicht an. Warum stirbst du nicht? Nicht deine Stärke. Dein Glück ist verlassen. Weil ich keinen Bock hatte. Alter, vor allem bei der einzigen. Kommt schon, ihr Penner, ey. Alleine traut euch doch nicht. Hast du noch ein paar letzte? Dein Glück hat du stirbst doch jetzt eh durch ihn. Nein! Fuck! Warum stirbst du nicht? Dein Glück hat dich verlassen! Lang. Warum stirbst du nicht? Ach, Scheiße, nein! Aber ich hab die anderen alle erledigt, oder? Boah, Alter, das war übelst, ey. Aber der letzte, der ist halt auf 12, ne? Ich muss die Heilfähigkeit als nächstes freischalten, weil das ist zu übelst gewesen. Aber warum zur Hölle sind da fucking 4 Söldner? 4. Fuck you, Spiel. Fuck you. Alter Schwede. Aber geiler Fight, ey. Wie schaut's mit den Söldner aus? Nein, die sind wieder da. Ach, komm schon, Alter, das war so ein geiler Fight, ey. Oh Mann. Oh nö.
Dann fange ich jetzt einen Krieg an, Alter. Kommt schon. Warum fangen die jetzt an, mich anzugreifen? Was soll der Käse? Oh Scheiße, da kommt die dämliche Katze wieder. Kommt schon, folgt mir. Dann kommt der nächste Söldner. Ja, folgt mir doch, kommt hier rauf. Warte mal, kommen hier alle rauf? Ah, verdammt, diese dämlichen verdammten Dorfbewohner. Scheiße! Komm schon! Alter, weißt du, mit diesem Kampf beleidigst du die Götter. Sagen die Typen, die wohl zu fünft auf mich losgehen, Alter. Sag das mal deinem Toten, nicht vom letzten Mal. Oh, Scheiße.
das Kopfgeld bleibt. Hallo, greif. Willst du mich verarschen? Was? Warum? Die steht einfach auf und kämpft weiter. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott, jetzt schießt sie mich runter. Oh. Ich weiß, es ist fies, aber die sind auch zu dritt, diese Arschgeigen. Und scheinbar sind sie zu dumm zum Klettern. Und außerdem wurde ich beschissen vorhin, indem ich den Typen nicht von hinten einfach angreifen kann. Was ist denn das schon wieder für eine? Ist das der Dicke? Komm schon, Bitch. Warum stirbst du nicht? Stirb doch endlich! Dein Glück hat dich verlassen! Stirb einfach! Lange hältst du das durch? Reicht jetzt! Stirb! Sehr ab, dämlicher Vollidiot!
Dein Glück hat dich verlassen. Warum stirbst du nicht? Lange. Nein. Dein Glück hat dich verlassen. Das ist lachhaft. Lange hältst du das nicht durch. Warum stirbst du nicht? Alter, beim letzten halt voll in den Scheißschädel rein. Scheiße. Oh, fuck. Aber ich hab's geschafft, Mann. Ich hab's fucking geschafft. Ich hab jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde gegen die gekämpft insgesamt, aber hey.